Headpiece und willkommen zu einer neuen Folge The Journey hier mit dem Alex Hunter. Hart erkämpfter Zähler heute für Burn, aber Alex Hunter dürfte trotzdem nicht zufrieden sein. Der will immer gewinnen. Ja, im letzten Spiel haben wir, glaube ich, das vierte 0-0 in der Liga in Folge eingefahren. Ja, gut, was willst du machen? 90 Minuten kein Sieger, schade. Ich hätte Alexander den Siegtreffer zugetraut. Ja, ich auch. Ich bin stolz, dass mein Junge der Welt zeigt, wie talentiert er ist. Alexander, Hashtag Handarbeiten, hart arbeiten, Handarbeiten, auf den Teppich bleiben. Ja, Bühne, Burn und Alexander mit einem Unentschieden, ja. Was ist im Moment, wer ist im Moment in Topform? Alexander auf jeden Fall, der kann was, ja. Ed Burn, Ed Alexander muss bitte in die Startaufstellung. Ja, das hatten wir alles gut. Weiter. Dribbeltraining. Ja, yeah, Dribbling ist gut. Dribbling ist wichtig. Machen wir das mal. Ich würde es ja simulieren, aber. Dribbling then. Let's keep off. Dribbling, Parcours und Ballbesitz halten. Okay. Bla bla bla. Gut, das kennen wir. Das ist das Ding wieder. Dann wollen wir mal. Jetzt sind wir mal gut hier. Ja, oh, sind wir gut. Oh, sind wir gut. Oh, sind wir gut. Und das Tor. Bonuspunkte 1A. Besser kann es nicht laufen. 25.000 Punkte immer. So, Ballbesitz halten. Ach, du Scheiße. Er quere mit den Dribbel. Fähigkeiten, den gesamten Platz überwinde die Verteidiger mit Schuss finden, Spezialbewegungen und schnellen Drehungen. Trifft zum Abschluss. Oh Gott. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Au, das ist ja gar nichts hier. Head up, son, head up. Ja. Alter. Nice one. Das ist ja. Und dann noch Minuspunkte, weißt du? Warum treffe ich das scheiß Tor nicht? Das war ein Foul. Boah, das ist eine Scheißübung, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da kann, nö. Nö. Alter. Ach, jetzt bin ich da oben. Alter, der schießt immer aufs Tor, Mann. Was soll ich denn machen? Der schießt doch Richtung Tor und nicht dahin, wo er hin soll. Was soll ich denn machen hier in der Situation? Verdammt nochmal, ja. Und dann kriegst du hier nur Minus. Leck mich doch. Das ist eine richtige Kackübung, Alter. So, machen wir das so. Ach, das gibt hier nur Minus. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ne. Da werde ich keine gute Wertung zusammenkriegen. Alter, soll ich jetzt den Ball hier hinterherrennen oder was? Willst du mich verarschen? Warum lass mich das nicht neu anfangen, Alter? Oh, ne. Erneuter Versuch. Ja, das Problem ist. Nee. Mich verarschen?
Boah. Ja, das geht. Das ist ein B. Das nehme ich. Boah, das war eine Kackeübung, Alter. Heieieieiei. Und Beschleunigung verbessert. Sehr schön. Und in Dribbling und Ballkontrolle sind wir auch bald besser. Oh yeah. Das ist natürlich nice. Doppelwerden sind gestartet. Du machst es super. Genau. Aber Platz verdient. Wenn Burn ihn nicht einsetzt, finden sich ja einen anderen Verein. Aber ich bin noch in der Startelf. Wenn sie im nächsten Spiel schlagen wir zu. Ja. Gut. Alles so ein bisschen. Ja. Es wiederholt sich halt viel, ne? Auch. So, mit Team spielen. Wir nehmen uns den zweiten Sponsorendeal. Und immer noch 12. irgendwie. Wen haben wir jetzt als Gegner? West Ham United. Ja, wir müssen mal irgendwie Punkte machen, richtig. Wir müssen mal Spiele gewinnen. Wolf Fuß, Frank Buschmann. Die Kommentatoren hier. Wer kennt sie nicht? Alle am Start. Aber ich bin ja gar nicht in schönen Stadien bisher. Nur in unserem und in den von der kleinen anderen Vereinen. Jetzt bricht er den Lauf ab, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich hasse sowas. Wenn sie dann gehen, dass man einen Steilpass machen kann und dann abbrechen. Wenn man den Steilpass spielen will. Ich bin auch ziemlich müde. Vielleicht sollte ich dann doch die Aufnahmesession so langsam mal beenden nach der Folge. Oh. Auch wenn ich erst dann 5 Folgen habe oder 4. 5, glaube ich. Ah. Ja, ich muss natürlich Alex auch ein bisschen in Szene setzen, ne? So, Hunter. Mist. Ja, ich darf nicht so egoistisch sein mit Hunter. Ah, Hunter war so ein schlechter Pass. Du Blödmann. Außerdem muss ich auch noch die Folge hier rendern und. Also nicht die jetzt hier, sondern die erste von der Session. Rendern und hochladen. Pipapo. Ganz dringend. Sonst kommt zum Sonntag jetzt nichts. Also für euch ja schon alles vorbei, aber. Oh Gott. So, Hunter. Oh. Hunter verkackt hier in diesem Spiel gerade ziemlich viel. Das ist schon wieder sehr, sehr schlecht. Wo rennt der auch rum gerade? Und was machen die Mitspieler? Warum passen sie nicht? Ist schon wieder vorprogrammierte Niederlage hier oder was? Oh ja, super Schuss, mein Freund. Ganz toll. Ich komme hier nicht durch, gerade gegen diese Penner. Oh, wieder ein schlechter Pass. Was ist denn jetzt los mit Hunter? Die ganze Zeit war der so gut. Und auf einmal lässt er sich ja abdrängeln. Es gelingt ihm wieder nichts. Ach Mann. Ganze Zeit war Alex so gut. Eigentlich immer ziemlich der Beste im Team. Und dann auf einmal ist wieder alles scheiße, was er macht. Das gibt's doch nicht.
doch nicht normal hier in diesem Spiel. Was war das? Du Depp. Mann, Mann, Mann. Ja, wenn die Angriffe nicht über Hand kommen, dann geht sowieso gar nichts hier anscheinend. Das gibt's ja nicht. Die anderen machen ja nur Scheiße. Da kommt ja gar kein Pass an. Die haben gar keine Chance, die sind langsam. So, aber zu Hunter kommt auch gar kein Ball mehr so richtig. Ach. So wird das doch nix hier, ey. Ne, die Bälle kommen nicht an. Hunter kriegt keine Bälle. Balle. Keine Bälle. Und somit hat er eben nur eine 6,2. 6,4. Nicht wie in den anderen Spielen hier nach ein paar Minuten schon eine 7-0. Ach, Kane. Das war eben wieder gar nichts. So, Ecke wieder mit Hunter. Mal sehen. Gute Wirt, nö. Noch nicht mal das klappt. Aber das! Smith! So, ist Hunter wenigstens schon mal auf eine 6,9. Und es steht 1-0. Wir schießen endlich mal wieder ein Ligator. Endlich mal wieder ein Ligator. Nachdem wir jetzt mindestens 4 Spiele 0-0 in Folge hatten in der Liga. Ja, Vorrang, Steilpässe, das ist halt was in dir steckt. Kurzpässe lassen zu wünschen. Ja. Machen den Direktpässe. Wähle vorne einen Mitspieler, bevor du einen Pass. Ja. Wähle vorne einen Mitspieler, bevor du einen Pass nach vorne spielst. Ja. Lieber Trainer. Ich bin hier der King im Team, Junge. Nein, Quatsch. So. Und Hunter. Das war schlecht. Warum geht er nicht nach unten nach dem Skill, sondern rennt er nach vorn wieder? Oh, der Verteidiger auf ihn wartet. Wieder Ballverlust. Oh, Hunter, Junge. Gerade kotzt mich an in dem Spiel. In dem Spiel kotzt mich Hunter mal wieder an. Ja, die ganzen Spiele davor war der mega gut. Und hier in dem Spiel kommt wieder gar nichts. Da haben sie seine Werte ein bisschen verbessert, weißt du, und jetzt ist er wieder scheiße. Ist ja nämlich logisch, dass die Werte sich verbessern und er dann schlechter wird. Ne, kennt man ja. Oh. Oh, 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 das ist noch nicht so wirklich was für in diesem Spiel bis jetzt. Also Halbzeit 1 kannst du schon nicht so gut ansehen, aber Halbzeit 2 jetzt. Für Hunter noch nicht so gut am Laufen. Aber fürs Team, wir haben halt schon ein Tor. Ne? Wir führen 1-0. Fürs Team ist das natürlich schon mal eine gute Sache. Für Hunter, ja, mit seiner Wertung von 6,6 natürlich noch nicht so. Da muss noch was kommen von Hunter. Es wäre schön, wenn es auch mal langsam kommen würde. Oh, warum kommt der Pass nicht an? Junge, das war doch kein Foul, ey. Ach, Mann. Ja, es gibt so Spiele, da habe ich wirklich das Gefühl, dass Hunter da gar keine guten Noten bekommen darf. Weil ihm da einfach nicht viel gelingt. Jetzt vielleicht ein Tor? Nein.
Chance verpasst ist natürlich wieder scheiße. Sonst war es immer gut, dass er überhaupt eine Chance gekriegt hat. Jetzt. Kein raus. Ach, Hunter, schießen sollst du, Idiot, schießen. Ah, oh, und dann machen die das immer nicht, ey. Daniels. Wo ist denn Hunter? So. 11 Meter? Nein, schade. Na super. 7-0 ist einfach für Hunter jetzt mittlerweile schon zu schlecht. Jetzt, wo er mehrfach schon über 9 war, kommt er runter auf eine 7-0. Weil einfach wieder ein Spiel dabei ist, wo gar nichts geht. Aber vielleicht kriegt er noch was hin. Zum Beispiel sowas. Oh. Mann, Mann, Mann. Der Pass sollte nach oben gehen und nicht nach vorn. Hallo, wo rennt ihr denn hin, Leute? Ach, Hunter. Hunter will mich schon wieder veräppeln hier. Naja. Naja, naja, naja. Eine 7-2. Nicht so das Wahre. Aber gewonnen. Darauf kommt es jetzt erstmal an. Ne? Hunter, looking sharp out there. Keep it up. So bin ich halt. Appreciate that, Mr. Butler. I'm feeling good about my game at the moment. Well, it shows. Carry on grafting like that, and there's no reason why you can't keep it up. So, Spielbelohnung. Natürlich kein Tor geschossen. Egal. Marktwert gesteigert? Nicht. Schade. Ja, hier ändert sich nichts. Hier ein bisschen. Tabuzuwachs. Nichts verbessert, schade. Aber hier auf 72 Gesamtwertung. Yeah, baby. Und ein Skillpunkt erhalten. Den wir auch gleich mal einsetzen werden. Für das hier. Der Antritt. Der geht dann ordentlich hoch. So. So, zum Ausschneiden und an die Wand hängen. 1-0 gegen West Ham. Trikot gekauft. Gut. Verdienter Sieg heute, Miss Alexander. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Ja, super Sieg heute. Schönes Spiel. Alexander, immer wieder klasse. Mit dir Chaos beim Gegner zu verursachen. Yeah. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von FIFA 17 The Journey. Bis dahin. Tschüss.